Michał Czechowicz, Paweł Kapusta mówią dzień dobry, a raczej dzisiaj powinniśmy powiedzieć guten tag albo servus, bo jesteśmy w bazie pobytowej reprezentacji Austrii. Reprezentacji Austrii, która zremisowała bezbramkowo z Portugalią. Wprawdzie był to tylko remis bezbramkowy, ale chyba tutaj trzeba powiedzieć, że aż remis, bo nastroje fantastyczne. Nastroje fantastyczne to pierwszy mecz Austriaków na zero z tyłu na wielkim turnieju od 1982 roku i mundialu w Hiszpanii. Przed mistrzostwami Europy we Francji wiele mówiło się i wypominało właśnie ten rekord, te niechlubne lata, których licznik bił. Dziś Austriacy poniekąd świętowali. My z Michałem byliśmy na konferencji prasowej selekcjonera reprezentacji Austrii. Zobaczmy, co miał do powiedzenia na temat właśnie tego zwycięskiego remisu z Portugalią. Portugiesen starkes Spiel gezeigt haben, dass wir aber auch von unserer Seite eine ganz klare Steigerung hatten, auch in der Aggressivität, in der Kompaktheit und auch in der mentalen Stärke. Ich denke noch so der ersten Niederlage, die wir erlitten hatten, sind die Spieler sehr gut zurückgekommen, haben leidenschaftlich gemeinsam verteidigt und ja, klar, mit ein bisschen Glück, das braucht es ja dann auch gegen eine Top-Mannschaft, dass man dann den Punkt, den wir auch natürlich mitnehmen wollten, um weiter im Spiel zu bleiben, haben wir erreicht und ja, und möchte aber hier auch gleich vorne wegnehmen. Wir können nicht davon ausgehen, dass jetzt das Spiel gegen Island lockerer wird oder einfacher, weil die ganze Quali, die sie gespielt haben, sehr diszipliniert, sehr zweikampfstark, sehr kompakt und das haben sie jetzt auch bewiesen bei den zwei Spielen hier. Also es wird ein sehr unangenehmes Spiel und absolut nicht auf die leichte Schulter zu nehmen oder davon auszugehen, dass wir da locker drei Punkte mitnehmen können. Szeroko dyskutowaną kwestią podczas tej właśnie konferencji prasowej było ściągnięcie Davida Alaby z boiska, zanim tak naprawdę zdążył się rozkręcić. Tych pytań było naprawdę kilka i musiał się gęsto tłumaczyć selekcjoner dzisiaj. Musiał się gęsto tłumaczyć. Austria to zespół, który za granicą jest postrzegany jako ten, że jest to David Alaba i reszta. Tak jak jeszcze do niedawna przez wielu reprezentacja Polski. Większość pytań rzeczywiście dotyczyła tego, dlaczego Alaba został ściągnięty tak wcześnie z boiska i dlaczego też zagrał na pozycji numer 10. Został przez selekcjonera przesunięty do przodu. Zobaczmy, co selekcjoner Koller miał do powiedzenia właśnie na ten temat. Ja, wir haben schon darüber gesprochen. Ich hatte das Gefühl, also man muss jetzt mal grundsätzlich sagen, dass David in diesem Kader hier am meisten Spiele gemacht hat in diesem letzten halben Jahr. Dass er über 2000 Minuten eingesetzt wurde und dass er bei uns jetzt eben eine andere Position, gestern auch wieder eine andere Position für ihn, dass es da natürlich auch nicht so einfach ist, da sich gleich wieder direkt einzufinden hat. Dass auch in diesem Verbund, in diesem Teamgeist hat er das hervorragend gelöst und ich hatte, wir hatten das Gefühl dann, dass wir da auf der Position noch ein bisschen frische Kraft brauchen, um vielleicht da die Räume zuzumachen. Und das war der einzige Grund, dass wir dann den Wechsel auf Schöpf gemacht haben, nicht mehr und nicht weniger. Nie David Alaba, a Robert Almer był bohaterem reprezentacji Austrii w meczu z Portugalią. To on zatrzymał Cristiano Ronaldo i to on musiał odpowiadać na sporo pytań dzisiaj. Sporo pytań, wiele na temat Ronaldo, ale wielokrotnie podkreślał, że nie miało dla niego znaczenia to, kto stał naprzeciwko. Robert Almer to taki cichy bohater reprezentacji Austrii. W eliminacjach wykręcił wynik ponad 600 minut bez straty bramki. Pokonał go dopiero sam Zlatan Ibrahimović. Na przełomie roku miał kontuzję zerwania więzadeł krzyżowych, dlatego w Austrii drżano na temat jego zdrowia i tego, czy w rundzie wiosennej zdoła odbudować formę, pewność siebie przed mistrzostwami Europy. Zobaczcie, jak właśnie wspomniany bramkarz reprezentacji Austrii odpowiadał na morze pytań o Cristiano Ronaldo. Also für mich ist es jetzt, wenn ich am Spielfeld stehe, ist es mir eigentlich egal, ob das der Ronaldo ist, ob das der Ibrahimovic ist oder sonst irgendjemand. Wichtig ist einfach, dass man sich da auf die Sache konzentriert und einfach versucht, so viele Bälle wie möglich zu halten. Das ist mir gestern, glaube ich, ganz gut gelungen. Und ja, natürlich diese ganzen Nebengeräusche sind
teilweise sehr amüsant, aber man darf dann, glaube ich, auch nicht vergessen, was der Ronaldo in seiner Laufbahn bis jetzt schon erreicht hat und geleistet hat. Und ja, sollte man dann trotzdem Demut walten lassen. A my nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy oczywiście nie wykorzystali chwili nadarzającej się okazji i nie poszukali polskich wątków na konferencji prasowej zupełnie nam obcego selekcjonera. Michał, o co pytałeś? Pytałem o wrażenia Marcela Kollera, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Szanse na to, że trafimy na Austriaków w meczu Lille w 1/8 finału są na granicy błędu statystycznego, ale skoro tutaj jesteśmy i mogliśmy zapytać o reprezentację Polski, czemu nie? No czemu nie? No, zobaczmy, co mieli do powiedzenia. Ja, also ich glaube, es ist jetzt grundsätzlich auch noch zu früh schon zu beurteilen, wo wir dann auch spielen werden oder gegen wen wir spielen werden. Wir wissen noch nicht, ob wir das Spiel gewinnen können. Wir müssen, denke ich, oder wir müssen das Spiel gewinnen, um eine Chance zu haben, um dann dabei sein zu können. Wir haben und ich habe die Polen gesehen gegen Deutschland. Sie haben eine sehr starke Partie gezeigt. Sie haben zwei super Torchancen gehabt und ja, normalerweise müssten sie oder könnten sie das Spiel eigentlich gewinnen. Und ja, sie haben auch sehr leidenschaftlich gespielt, sehr diszipliniert und war ein sehr starkes Auftreten der polnischen Mannschaft. David Angermann, der Teamchef, hat ihn frühzeitig ausgewechselt, will sich in den nächsten Tagen ganz besonders